Ja, ich dachte, ich melde mich noch mal kurz. Ich hatte neulich die Idee, oder ich wollte neulich für die Arbeit ein Feschbaumesser kaufen, ein Brotzeitmesser. Und ich habe mit dem Gedanken gespielt, ein Opinel zu kaufen. Habe mich dann aber doch dagegen entschieden. Nicht, weil ich Opinel irgendwie nicht mag. Ich liebe Opinel, aber ich dachte, ich brauche etwas Alternatives, ein bisschen Abwechslung. Und habe mich für dieses schöne Modell entschieden. Der Gedanke dahinter war eigentlich, ich bin ein riesen Backfan. Und das Back 110, das hat es mir schon ein bisschen angetan. Ich habe selber, aber ich besitze keins, weil man das einfach für ein Taschenmesser, ja, das ist schon ein bisschen teuer. Es kommt immer darauf an, welches Modell man will, aber mit 100, 150 Euro ist man da schon dabei. Und ich dachte, ja, vielleicht hole ich mir eins, das so ähnlich aussieht. Und dass diesem Bug nachempfunden ist. Und schau mal, ob es mir überhaupt liegt. Und da ich sowieso jetzt, wie gesagt, ein Feschbaumesser brauche fürs Geschäft, habe ich gedacht, ja, greife ich mal zu diesem schönen Modell. Das ist ein Kraftmann, wenn ich es richtig weiß. Messer von Kraftmann. Rostfreier Stahl, was genau das für Stahl ist, bin ich mir nicht sicher. Das Messer selber, das hat unter 6 Euro gekostet, war also relativ günstig. Hatte aber ganz gute Bewertungen und ich muss sagen, normalerweise verlasse ich mich nicht auf diese ganzen Bewertungen, weil da viele gekauft sind. Aber in diesem Fall hatten sie gar nicht so Unrecht. Das ist ganz adäquat verarbeitet, hat natürlich ein paar kleine Schwächen. Aber im Großen und Ganzen bekommt man eigentlich ziemlich viel Produkt für sein Geld. Und das ist alles relativ sauber verarbeitet. Perfekt ist es nicht, klar, aber für 6 Euro, unter 6 Euro sogar, ist es eigentlich ganz gut gemacht. Wir haben so ein bisschen Spaltmaß, wie man sieht. Oben. Hinten auch. Hier vor allem die Seite. Ist aber für ein Feschbaumesser nicht sehr wild. Ist alles rostfreier Edelstahl. Mit Holzeinlage. Ich mag diesen klassischen Look, wie gesagt. Das Backmesser sieht ein bisschen anders aus, ist aber sehr ähnlich. Die Schrift hier, die gefällt mir nicht ganz so gut. Aber naja, kann man nicht ändern. Vielleicht könnte ich es eventuell abschleifen. Muss mal schauen, ob ich das mache. Aber ja, ist eigentlich nichts Besonderes. Ich wollte es nochmal in die Kamera halten und mal vorstellen. Die Griffschalen, also die ganzen Angaben beim Messer sind Holz. Rostfreier Stahl und dann die Länge ist, glaube ich, 12 cm Klingenlänge und 23 Gesamtlänge. Das passt relativ gut in die Hand. Schaut also vorne und hinten etwas über. Es gibt zwei Griffarten, wie man es halten kann. Einmal hier hinten, einmal hier vorne im
Vordergriff sozusagen. Da gibt es so ein Finger-Choil. Funktioniert beides ziemlich gut. Und mal sehen. Die Klinge selber ist auch ganz passabel scharf angekommen. Also schnitzen würde damit auch funktionieren, falls jemand ein günstiges Messer sucht, um die Rinde zu entfernen beim nächsten Wanderstab oder für kleinere Schnitzarbeiten. Es ist sicherlich gut geeignet, was das Opinel aushält, wird dieses Messer wahrscheinlich auch gut aushalten. So vom Gefühl her ist es relativ stabil. Aber schnitzen können muss es nicht. Wie gesagt, ist nur für Brot, für die Brotzeit gedacht. Der einzige kleine Fehler in Anführungszeichen oder die Schwäche ist ein bisschen der Verschluss. Der funktioniert zwar gut, ach, der Autofokus immer, funktioniert zwar gut, aber die Feder ist doch etwas leicht, also nicht sehr stabil. Merkt man beim Schließen. Also der klappt nicht so satt zu, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Und erst ab hier ungefähr. Man hört es auch vom Geräusch und vom Gefühl in der Hand, dass die Feder ein bisschen schwach ist. Ja, also da ist selbst vom Victorinox die Feder stärker. Aber ansonsten, ja, doch eine Überraschung eigentlich. Ich hätte für 6 Euro nicht so viel erwartet. Ich habe schon mal ein Billigmesser gehabt fürs Feschbar und es war relativ schnell runtergerockt. Aber das hier macht einen echt guten Eindruck. Ja, mehr wollte ich dazu eigentlich nicht sagen. Die Tasche fällt mir gerade noch ein, ist nicht der Rede wert. Das Messer kommt in dieser, ja, mit dieser Billigscheide. Die ist wirklich, naja, nicht der Rede wert. Der Klett ist winzig, hier oben auch relativ schlecht vernäht. So ein Billigklett, das ist so ein, keine Ahnung, 10 Cent Produkt. Der Stoff ist sehr dünn. Also der wird sich wahrscheinlich schnell durchreiben, würde sich schnell durchreiben, wenn man das Ding mit nach draußen nimmt. Und ich würde hier, der Stoff ist auch sehr dünn. Ich würde mein Messer nicht in so eine Scheide geben. In so ein Etui. Die Nähte sind so lala, also nicht wirklich gut verarbeitet. Das ist eine einfache Naht, einmal drüber und das rundherum. Und wie gesagt, ja, der Stoff wird sich wahrscheinlich schnell durchreiben. Aber für 6 Euro, 5,58 € oder irgendwie sowas, habe ich da auch nicht wirklich jetzt ein Lederprodukt erwartet oder irgendwas Gutes. Falls jemand ein Feschbarmesser sucht und mal eine Abwechslung zum Opinel braucht oder zu den anderen Messern und diese klassische Form mag, ja, der ist, glaube ich, mit diesem Produkt ganz gut bedient. Klinge
Hat nicht wirklich Spiel. Ist aber auch nicht. Ah, doch, ist mittig. Aber man sieht, da Stahl, Scharfstellen, ja. Also das ganze Finish ist nicht so optimal. Ist okay, ist akzeptabel. Wie gesagt, als Feschbaumesser ganz gut. Und wer noch keinen Opinel hat, der sollte lieber zum Opinel greifen. Wer aber einfach mal etwas Abwechslung sucht oder mit einem Bug liebäugelt und noch nicht weiß, ob er diese Form überhaupt mag und ja, wie auch immer, das Bug ist ein bisschen dicker, muss ich sagen. Dann kann hier zuschlagen. Ja, dann will ich euch nicht mehr länger aufhalten. Bedanke mich für die Zeit und schönes Wochenende und schöne Woche. Macht's gut.